so ja yeah, hallo und willkommen und in der richtung ein mehr oder minder lebenszeichen von mir oder in der richtung mehr so dass ich jetzt ein wenig mehr zeit habe durch die ganzen langsamen beendigung der prüfung und sowas alles kann ich mir das mal auch mir erlauben ein bisschen zeit für das investieren was ich so lange vernachlässigt habe nämlich in der richtung einfach mal spiele die ich ähm, persönlich mag oder gerne spiele oder welche Ideen ich für ein Spiel zum Beispiel hätte und das die zum Beispiel irgendwo zu kaufen gibt oder zum Ausprobieren gibt, euch nahe zu bringen und sagen, weshalb ich die jetzt mag. Hier haben wir ein perfektes Beispiel, muss ich schon sagen, für mich eigentlich, nämlich äh, Fact äh, Factorio heißt das oder Factorio. Und das wichtigste dazu ist zu sagen, es ist jetzt in Steam Early Access. Genau. Ich werde jetzt auch ein Part machen, der erste Part, der wird sozusagen wie so eine kleine Art, was kann man sich da vorstellen, was wird es irgendwann mal und etc. So ein paar Infos dazu gegeben von mir. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Und in der Richtung möchte ich euch danach einmal kurz sozusagen zeigen, wo ich jetzt mit meinem persönlichen bin, aber auch, dass ich da vielleicht noch ein paar Parts so machen werde in der Richtung mit dem Aufbau und sowas alles. Deshalb, also... Factoria ist sozusagen, baut eure eigene automatische Fabrik. Das, was ich persönlich sehr gemocht habe an diesen Tech-It oder Technik Launcher etc. Sachen in Minecraft. Man hat versucht, das so, so, also die ganzen Prozesse so weit zu Stückeln automatisieren, dass man selber eigentlich nur noch das, was da rauskam, benutzt hat, um besondere Sachen für sich selber zu haben. Oder man hat dann... ...fünf, sechs Schritte gemacht... ...nur um einen Diamanten zu bekommen... ...und den Diamanten hat man selber irgendwo... ...ja, für irgendwas gebraucht, sagen wir mal so... ...irgendwann mal waren die Sachen so teuer... ...da brauchte man schon, sagen wir mal... ...fünf Millionen Diamanten... ...damit man irgendwie sich einen Laser mal machen konnte... ...hier in der Richtung wird das auch so äh, sein... ...aber auch ein ganz... ...Punkt, da werde ich auch zum Schluss eingehen... ...was das für ein Spiel ist... ...weil es ist auch sehr viel... ...es ist automatisch... ...aber die Problematik mit automatischen Prozessen ist... ...und bleibt... ...sie laufen über Zeit. Das heißt, wenn man irgendetwas machen möchte, was man wieder überdauert und länger und weiter forschen muss, wie auch in Minecraft, dauert das seine Zeit. Also, das ist jetzt kein Spiel, wo man sagen kann, hey, in einer Stunde bin ich so weit, dass ich happy bin und ich kann mich dann einfach zur Ruhe legen und mache eine neue Map auf. Nein, das ist mehr sowas wie, ja, ich lasse das mal einfach so nebenher laufen, mache vielleicht die Wohnung sauber oder ich gehe mal ganz kurz einkaufen, kann man ja machen. Und das ist das, was ich da mag. Wenn man eigentlich dieses Idee hat, wie man das am besten hier hat, und wie man das macht und das perfekt automatisiert hat für sich selber oder die einzelnen Schritte, weil man immer wieder neue Sachen bekommt und diese dann noch mal, ah, vielleicht hätte ich das jetzt austauschen sollen etc. Aber lange Rede kurzer Sinn. Das ist Factorio, Wir starten ein Spiel und ich werde ein neues Spiel starten. Wir haben hier zwar eine eigene Kampagne, eigene Szenarien etc. Ich will aber ein, sagen wir mal, Sandbox Game aufzumachen. Das heißt, man kommt einfach in eine Welt, die man sich selber zusammenstellt und was ich machen werde, ist normal. Ich werde hier aber alles auf ähm, sehr häufig setzen, eigentlich nur um den Punkt zu machen. Man kann das machen, wie man möchte. Man kann sagen zum Beispiel, oh, ich möchte das sehr selten machen. Das heißt, man muss wieder mehr denken, um disponieren. Ah, ich kann das nicht da bauen, weil das habe ich nicht. Ich brauche Öl, wo ist Öl? Ich muss herumfahren, zum Beispiel Öl finden und und und. Und daher möchte ich äh, alles hier auf sehr groß setzen, aus dem ganz, ganz einfachen Grunde. Ne? Das ist einfach für mich und für uns äh, besser wird zum zeigen. Weil, wie gesagt, das ist halt eine wichtige Sache, die ich halt hier mal in der Richtung nahe bringen möchte. Lohnt es sich für euch? Was kann man hinter diesem Spiel hier erwarten? Das Wichtigste, was ich auch gemacht habe, wenn, je nachdem wie ihr es mögt, ich habe hier einen friedlichen Modus. Das heißt, es sind hier auch Gegner, so wie bei Minecraft äh, zum Beispiel, sind hier Gegner, die herumlaufen und die greifen euch so lange nicht an, bis ihr sie angreift. Wenn ihr sie angreift, habt ihr verloren. Dann werden sie immer aggressiv sein. Aber die sind halt diese Passivität. Das ist genauso wie die Golems zum Beispiel bei Minecraft herumlaufen. Die sind ja nie aggressiv geworden. Außer man hat sie angeschlagen oder so ein Dorfbewohner zum Beispiel. Ähm, hier das kann man freilassen. Dann wird äh, der Kartenbereich unendlich sein. Also der generiert eine Karte wie bei Minecraft, eine Welt. Und die kann dann unendlich sein. Man kann aber auch sagen, hey, ich mache 500. Und dann ist sie halt irgendwie 500 mal 500 groß. Egal. Und Generierungsnummer, Freilassung für zufällige Karte. Man kann zum Beispiel sagen, ich generiere Karte 200. Guck mir die an. Oh, die ist super, die benutze ich öfter jetzt. Aber bau anders oder so. Deshalb, okay, dann generieren wir das mal. So, wir werden begrüßt mit einem kleinen Tutorial, etc. pp. Aber in der Richtung äh, werde ich das euch ein bisschen zeigen. So, das freie Spiel von Factorio, deine Aufgabe ist es, eine Rakete zu starten, um den Weltraum zu erkunden. Dazu musst du einen Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen, um das zu freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch die Automatisierung hoch und vergiss nicht, vor dem ein Einheimischen zu schützen. Genau, und da ist nämlich das große, äh, die große Sache: die Einheimischen. Das sind hier sozusagen Alien-Kreaturen. So, das Wichtigste, was ich zuerst mal habe hier unten, ist nämlich, wir haben ein befeuertes, einen befeuerten Erzförderer und wir haben einen Schmelzofen. Das ist unsere Figur. So ein kleiner Minenarbeiter mit Waffen und sowas auf der Rücken etc. Also ein ganz normales UI, also User Interface. Man kann hier mit 1, 2, 3 hier alles durchwählen. Wenn man eine zweite zusätzliche Leiste hat, die man vielleicht noch immer mal bekommt, macht man das halt mit Shift. Sei da dahingestellt, das braucht man nicht so. So, ähm, das Wichtigste für den Anfang ist, euch ähm, Ressourcen zu holen, bevor ihr die Chance habt, sagen wir mal, irgendetwas zu automatisieren. Äh, man hat hier die Infos dieser Baum der da gefällt wurde gibt uns jetzt vier der gibt uns da jetzt auch vier und äh, so fängt es klein auf weil wir wollen den Erzförderer haben In der Richtung oh mein Gott äh, Ich muss einmal was trinken Wie habe ich ein Klos im Malz. das erste Mal dass ich wieder aufnehme äh, eigentlich wollte ich schon eher aufnehmen ich war dann aber sagen wir mal gesundheitstechnisch nicht so äh, gut, <laughs> dass ich euch meine Stimme zumuten konnte, indem ich dann einfach nur durch die Nase gesprochen habe. Das muss jetzt auch nicht sein. Und ja, deshalb. Also, man sieht, man fängt klein an, man holt sich ein bisschen Holz etc. Inventar wird ganz normal geöffnet, den man eh hat. Aber das Inventar hat auch noch einen zweiten, also einen Zusatzaspekt, äh, den ich sage. Hier oben sehen wir, wir können hier klicken oder T, um Forschung zu beginnen. Also, wir können hier auch was forschen. Ist aber mehr oder minder un uninteressant, weil. Äh, wir dann noch nicht so weit sind. So, wenn wir hier schauen, das ist Stein, das ist jetzt Eisenerz, hier haben wir Kohle, hier haben wir Stein so. Also, wenn wir das uns jetzt beobachten, wir können hier Kohle fördern, wir können hier Eisenerz fördern, wir können Steine fördern und wir können Kupfererz fördern. Zudem haben wir hier, wenn wir sehen, einen großen See. Das wird nämlich ein großer ein großer wichtiger Aspekt sein. So, die erste wichtigste Sache, die wir haben müssen, ist, wir müssen versuchen, Eisenerz zu fördern. Aber ich muss erstmal mal gucken. Wir brauchen einen Schmelzofen und Eisenzahnräder. Ah, okay, gut. Genau was ich mir gedacht habe. Das wichtigste ist, wir nehmen hier diesen befeuerten Erzförderer, klicken den hier hin. Er braucht, wie das Symbol schon sieht, Fuel. Also Sprit. Was können wir am besten für Sprit machen? Wir haben Holz geschlagen. Ja genau. Dann benutzen wir das. So, wir drücken einmal mit Shift, Rechtsklick, tun wir die Hälfte da rein. Das heißt, er hat einiges... Äh, da, aber ich werde das hier genau die Hälfte rein tun und ich werde mir eine kleine Kiste machen, weil wenn ich hier fördert, spuckt ihr das hier aus, da wo der Pfeil ist. Wenn man da etwas hintut, fördert er das automatisch hier in diese Holzkiste. Das ist jetzt einmal mal die primitivste Methode und man sieht es ist auch hier ein Tag und Nachtwechsel. Das heißt aufpassen. So, wir werden jetzt die Erze hier reintütteln, So, das zweitwichtigste ist. Ihr könnt selber die Ressourcen abbauen. Das Wichtigste ist dazu sagen, es dauert arsch lange. Und das Wichtigste, was man braucht, ist, wir müssen ein... Oh, ich glaube, das ist ein bisschen laut. Oder das ist nur für mich laut. Was werden das? Schrittgeräusche, Lautstärke, Umgebungsgeräusche, Alarmstart, Spieleffekt, Lautstärke und so. Mache ich dann mal ein bisschen tiefer hier. So. Und das Wichtigste da dann ist... Ähm, dass ihr so schnell wie möglich die ersten Automatisierungsprozesse habt. Das heißt, ihr müsst es automatisieren, dass wir Eisen bekommen und dass wir Kohle bekommen. Wenn wir die beiden Schritte schon mal haben, haben wir etwas, womit wir äh, weiter produzieren können und womit wir ähm, etwas beheizen können. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil unsere ganzen Apparaturen, die wir hier am Anfang haben, sind darauf ausgelegt, dass wir... Ähm, Halt diesen Metall haben. So, das Wichtigste hier: Ihr braucht nicht die einzelnen Schritte alle abzugehen. Nein! Das äh, reicht vollkommen. So, dann nehmen wir mal hier das Holz raus. Tun hier die Kiste hin und tun hier die Sachen hin. Das Wichtigste ist, von vornherein, so schnell wie möglich ähm, dafür zu sorgen, dass ihr Metall bekommt. Wenn ihr Metall bekommt, seid ihr schon mal sehr gut dabei. So. Das Wichtigste ist jetzt, dass ich hier das Holz noch rette, was hier drin ist. Und das mit Kohle austausche. Denn, man sieht, äh, Kohle hat einen Brennwert von 8 Megajoule, Baumstämme nur von 4. Das ist schon mal wieder was anderes. Ne? Also wieder besser. Das heißt, äh, durch die Kohle, die wir haben, haben wir mehr, äh, weniger Kohle brauchen wir in der Richtung für sowas. So, das heißt, wir haben hier schon mal die ersten Punkte. Geschafft. Wir haben eine automatisierte, womit wir einmal Kohle, einmal Erz bekommen. Haben wir genug jetzt von den Erzen und Kohle, können wir hier das auch für Steine machen. Das heißt, wir haben dann schon mal für drei Grundressourcen, außer jetzt Kohle, haben wir schon mal etwas, womit wir das machen können. Steine, ähm, wie ihr sehen könnt, werden wir für den Schmelzofen brauchen, oder wir noch nicht sehen können. Hier Schmelzofen braucht fünf Steine. Das ist auch wichtig, dass wir einen machen, weil wir werden auch immer mal äh, mehr von den Schmelzöfen brauchen. Denn die sind auch viele Grundsteine. Wenn man sieht, der Erzförderer braucht komischerweise auch so einen Ofen. Ich denke, das wird so gemeint, dass er sozusagen diesen Ofen als Energie braucht. Das Problem ist, ich denke, das wird später noch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt spielen. Wir haben hier eine Umweltverschmutzung. Das heißt, jede Maschine, die ähm. Äh, nein. Jede Maschine, die irgendwo hier was macht, die mit fossilen Brennzellen ausgerichtet, äh, Brennzellen sage ich schon, Brennstoffen ausgerichtet ist, ob das jetzt Holz ist oder ob es jetzt ähm, andere Sachen sind, man sieht, dass diese auf jeden Fall dafür sorgen, dass äh, Umweltverschmutzung kommt. Man kann jetzt aber sagen natürlich, okay, wir haben ja noch, äh, sagen wir mal nichts Spezifisches. In der Richtung, wo das jetzt wat, was ausmacht in der Richtung so. Lass mal ein bisschen Steine hier fördern. Es ist noch nicht wichtig, dass wir viele Steine haben. So. Also, die ersten Schritte. Erz. Kohle. Steine. Schmelzofen. Der nächste Schritt hier. So. Wenn wir jetzt irgendetwas erweitern wollen. Dabei, wir haben unseren Repertoire. Wir können jetzt hier unseren befeuerten Greifarm haben wir hier zum Beispiel. Wir haben hier einen Greifarm elektronisch. Und wir haben hier noch ein paar andere Sachen. Wenn wir die Sachen bauen wollen, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, können wir zum Beispiel auch den befeuerten Greifarm bauen. Ich denke aber, ich werde direkt schon diesen Sprung machen auf den Greifarm, der elektronisch ist. Wieso elektronisch? Weil hätten wir so einen Greifarm, der sozusagen die Sachen hier aus dieser Kiste raustut und irgendwo hintüttelt, brauchen wir auch wieder Kohle. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so der Freund von diesen fossilen Brennstoffen. Klar, sicher, erstens wichtig. Zweitens, ähm... Sollte man trotzdem als gutes Beispiel davor ranken gehen. So, ein bisschen wieder frei machen. So, das heißt, ich werde jetzt versuchen. Ja. ist ja auch noch. Oh gut, der ist gut dabei. So, ich werde jetzt einen von diesen befeuerten Erzfördern machen. Und man sieht, wir brauchen eine elektronische Schalt Schaltkreise. Und elektronische Schaltkreise brauchen wir Kupferkabel. Und für Kupferkabel wollen wir natürlich Kupferplatten. So, dann brauchen wir noch einen davon. So, eine Kiste. Und ich muss gleich mal gucken, wo ich hier noch Holz ist. Irgendwie habe ich wohl bin ich wohl gespawnt, wo nur Bäume sind. Gut, egal. So, wir tun das hier hin, das hier hin. Ein Schmelzofen in der Nähe. Nehmen uns hier mal die Kohle. So, tun die Hälfte hier rein. Tun die andere Hälfte da rein. Also ein bisschen. Dann können wir uns schon mal dafür sorgen. So, das Wichtigste ist, die Kohle ist nicht so wie in Minecraft. Die, Wenn sie verbrennt ist, bleibt es hier stehen. Das heißt, das rote geht nicht weiter nach unten. Da braucht ihr keine Angst zu haben. So, wie viel Steine haben wir denn noch? 15. Äh, komm, nehmen wir nochmal die Hälfte, die wir da reingeben. So. Da haben wir hier, hier haben wir noch ein paar Erze. Die können wir hier reingeben. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Hier haben wir ein bisschen so. Okay. So, wenn wir das jetzt sehen, wir brauchen auf jeden Fall, also wir brauchen eine Dampfmaschine und zwei Heizkessel. Die brauchen wir. Währenddessen müsste ich mal ein bisschen hier von denen hier sammeln, von ein bisschen Holz, weil wir müssen eine, äh, wenn wir zum Beispiel auf Strom wechseln wollen, von diesen, ähm, sagen wir mal, fossilen Brennzellen weg, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir die äh, einzelnen Gebäude auch mit Strom verbinden. Und wie wir das machen? Ganz einfach, wir nutzen das, was man auch so sieht, nämlich Strommäste. Aber nicht die guten, wie man die hier so sieht in äh, dieser Hochspannungs-, diese ganz weit oben. Nein, das haben wir noch nicht. Da müssen wir zuerst mal auch was dran. Brauchen wir eine Zeit, bis wir da dran kommen. Wir setzen die ganz normalen ein. Das heißt, ähm, ja, vielleicht so die einfachen, die man so kennt. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob es die noch in Deutschland gibt. So ganz normal Holz mit ein bisschen so. Ich weiß, dass es auf jeden Fall die sind, äh, die man so typisch in äh, Amerika sieht. Das sind jetzt so diese. Hochspannungs. Äh, nee, nicht Hochspannung, sondern die ganze Stromleitung. So, das heißt, wie viel Holz habe ich? 22, okay. Genau, wir müssen die bauen, die sind hier. Und man sieht, man braucht zwei Holzbohlen. Und für eine Holzbohle braucht man ein Holz. So, man sieht, der hat keinen Sprit mehr. Der Kohleförderer hat keinen Sprit mehr. Haha, das ist natürlich das Wichtigste, dass unser Kohleförderer was hat. So, wir haben zwei Dampfkessel und eine Dampfmaschine. Aber dazu brauchen wir noch eine Nutzwasserpumpe. Die werden wir auch machen. Zack. Zack, nochmal auffüllen. Du bist mit 5. Komm, tun wir noch ein paar rein. Es wird wieder dunkel. Da ist heißt, die erste Nacht, ist, äh, die zweite Nacht ist schon vorbei. Und an sich laufen wir immer noch herum und sind alles am Machen. Ich hätte jetzt einfach mal ganz schnell machen können. Den Greifarm, das und das. Habe ich mir aber gesagt, ja, yeah, Komm, ich zeige dir schon mal ein bisschen was Besseres in der Richtung. Nicht, weil ich äh, besser bin, das soll das nicht heißen. Nein damit ich euch zum beispiel auch zeigen kann womit man hin möchte weil Factorio ist darum alles zu automatisieren die geben euch genug äh, Sachen womit ihr sa sagen wir mal für euch ausklügeln könnt wie ihr was machen könnt oder wollt Ob ihr ihr könnt das auch machen ihr könnt zum Beispiel komplett nur auf die Brennzellen setzen und sagen äh, mir ist das ist egal ich feuer einfach alles was ich habe die ganze Kohle denn man muss hier sehen, wenn ich jetzt da drüber so ein bisschen gucke, sieht man 10k, also 10.000 Kohle kann der hier abführen und dann ist sie weg. Wenn das hier weg ist, ist es weg. Es kommt nicht mehr wieder. Was natürlich wieder ein, ja, eine Sache ist, die man dann se sehen muss, ja, das ist wieder blöd, wenn man das so sieht. Ne? Also, äh, genau, äh, haben wir denn, ja, okay. Dann mache ich das nochmal anders, dann brauche ich nämlich noch, einen Ah, dann kann ich auch schon mal, gut, okay. Wir haben jetzt den guten Dampfkessel. So, okay, das heißt, was ich jetzt brauche, ist eine Nutzwasserpumpe. Diese Nutzwasserpumpe erlaubt es uns, Wasser aus dem nahegelegenen Wasserreservoir hier zu nehmen, mit zwei Dampfkesseln zu befeuern und einer Dampfmaschine. So, wie man sieht, die Dampfkessel müssen natürlich auch wieder mit fossilen Brennstoffen etc. alles beheizt werden. Okay. Gut, wir haben hier 35, ich teile mal das doppelt mal auf. So. Wir haben hier, ähm, sagen wir mal ein paar. Das heißt, ich nehme mal äh, die Hälfte hiervon rein, die andere Hälfte gebe ich hier rein. So. Das heißt, die feuern hier schon mal. Aber hier steht, uh, Strom, Klick, Klick. Also da fehlt was. So, dann werde ich mal ein paar Strommaste bauen. So, und jetzt fängt es an. Ich brauche einiges an Metall. Äh, einiges an Kupfer, warte mal. Ähm, jetzt muss man sich überlegen. Okay, wir haben einen Schmelzofen. Das heißt, er braucht einmal Kohle, die reingeht, einmal Erz, das reingeht, und einmal etwas, was rausnimmt. Das heißt, wir brauchen eine Kiste, deshalb habe ich die Kisten gebaut. Die müssen, ich äh, sag mal so im Vorfeld, ein Feld weg sein. Dann brauchen wir, sagen wir, für einen Prozess, um mit zwei Sachen reinzugehen und einer Sache raus brauchen wir insgesamt drei Arme. Eins, zwei, drei. So, die werden dann halt mal hergestellt. So. 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 Gut, das heißt, wir stellen hier einen Arm rein. Und das Wichtigste ist, da wo der lange Strich ist, aus diesem nimmt er raus. Und da wo der Pfeil ist, tut er hin. Das heißt, hier würde er jetzt rausnehmen, was hier reinkommt als Fertigprodukt und rausnehmen. Okay, das heißt, wir müssen aber auch zwei Sachen reintun, nämlich die Kohle und das Erz. Also können wir jetzt auch davon ausgehen, hey, wir können jetzt zum Beispiel eine Zwischenlagerkiste machen, was ich persönlich auch besser finde, weil irgendwann mal stoppt ein. Also wenn diese Kiste voll, äh, wenn diese Kiste voll ist, würde dieser Prozess nicht mehr weiterlaufen. Etwas würde volllaufen, aber ich kann ja trotzdem noch weiter produzieren. Deshalb empfehle ich, meistens immer eine Kiste und aus der Kiste immer rauszunehmen. Das heißt, wir brauchen noch einen Greifarm. Und noch einen für die Kohle. So, dann brauchen wir ein paar Fließbänder. Das Wichtigste ist, da steht zweimal Fließband. Das heißt, wenn ihr einmal was produziert, bekommt ihr automatisch zwei Stück. So, also, ich nehme dann diesen Greifarm. Der nimmt aus dieser Kiste raus und tut es irgendwo hin. Und hier haben wir das klassische Fließband. Man sieht, man kann mit R rotieren. Also das habe ich noch nicht geklärt. Mit R kann man rotieren und damit den Weg hin machen. So. Das geht hier hin. Das heißt, er nimmt aus der Kiste, was hier drin ist und tut das hier rein. Der nimmt aus dieser Kiste und tut rein, was hier reingeht. So. Das gleiche machen wir hier mit der Kohle. Ihr könnt auch gedrückt halten und dann nehmen wir einfach so laufen. So, das Wichtigste ist, wir haben jetzt ein zu wenig. Haha. Gut, das heißt, ich muss nochmal einen herstellen. Ist ja kein Problem. So, bam. Damit haben wir schon mal was. So, jetzt sehen wir, die brauchen immer noch den Strom. Kein Problem. Ähm, das Wichtigste ist, dass es hier in diesem Bereich ist. Also, ihr habt hier außen herum so einen kleinen Bereich. Nur in diesem Bereich ähm, wird auch äh, sozusagen nicht befeuert, sondern wird die Energie weitergegeben. So, das heißt, wir machen hier einmal. Also, wir müssen hier einmal machen und hier. Also, man sieht, da, die Arme fangen an zu arbeiten, die tut schon mal genug von den Dingern rein. Ähm, das zu sagen, ich glaube, es können maximal 5 reingegeben werden, ist aber auch nicht schlimm. So, jetzt haben wir das Problem, ja, die Kohle kommt ja noch nicht. Also ziehen wir auch nochmal eine elektrische Leitung. So, mir fehlt noch einer. Hier, dass der befeuert wird. So, er nimmt jetzt die Kohle, die hier ist, tut sie hier aufs Fließband, der Arm wartet schon genüsslich drauf. Tut sie aber nicht rein. Wieso? Weil wir 16 Stück haben. Ich nehme die jetzt mal raus. Ah! Da. Klack. 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 Fünf. Ist vorbei. Bei fünf ist vorbei. Dann nimmt er das nicht. So. Und wir können hier einfach ganz normal in diese Holzkiste gehen. So wie wir Lust haben und einfach hier schon mal das fertige Metall abgreifen. So, jetzt sind wir aber. Hm. Wir haben hier aber einmal Erzförderer. Ja. Will man die denn noch mit Kohle? Befördern? Nein, wenn man nicht. Deshalb bauen wir elektrische Erzförderer. Und zwar nämlich gleich zwei Stück. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Nehmen wir mal hier. Oh, da haben wir eigentlich genug. Komm mal raus hier. Hüpp, hüpp, so. Denn wir wollen hier mit diesem Kupfer. Was fehlen da? Also Eisenplatten fehlen uns. Ah, okay, wir brauchen noch mehr Eisen. Wir wollen nämlich zwei Stück. Denn ich möchte einmal Kohle herstellen für unsere Erzproduktion und ich will einmal Kohle herstellen, für unsere Kupferproduktion und natürlich wollen wir auch Kupfer und Erz umtauschen. Das heißt, wir brauchen insgesamt vier Stück. Das ist unser erstes Ziel. Das werde ich hier noch, äh, ich werde bis zu einem gewissen Punkt hier machen und dann werde ich den Cut setzen und sagen äh, und dann sozusagen Pros Cons bisschen vor mir auf äh, sch, ja auf sagen in der Richtung, die für mich wichtig sind. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt genauso denken müsst. Da dürft ihr nicht so denken. Dann werde ich aber mal einfach mal ein Spiel laden, wo ich jetzt ein bisschen weiter bin, kann euch dann ungefähr eine, ja, eine Zeit sagen. Also wir müssen jetzt eigentlich nur ein bisschen warten, denn wie, wie ich schon sagte, ist halt ein bisschen äh, Zeit technisch. Also muss er schon. Ja, ja, ihr Zeit investieren nicht. Das ist jetzt auch ein Spiel, das könnte man einfach so äh, im Window-Modus irgendwo links liegen lassen. Das ist, kann man die Musik da zum Beispiel so Solange mal friedlich eingestellt hat, das darf man nicht vergessen. Solange man friedlich eingestellt ist und dann einfach das so laufen lassen. Wir haben jetzt auch keine Monster gesehen. Hier oben habt ihr so eine kleine Minimap, so ein Radar. Äh, Monster müssen, glaube ich, hier rot angezeichnet sein. Die Ressourcen an sich sind hier der Farbe zugewiesen. Also grau, äh, nicht Glitzer ist äh, ganz standardmäßig äh, Stein, grau Glitzern ist Erz, also Metall. Lila Punkte sind Öl, sind Öl äh, Ölvorkommen und dann halt natürlich die verschiedenen äh, Bio äh, Biome unter sich. Und ja, man sieht, hier haben wir schon mal das Problem. Ah, okay. Der hat jetzt kein Sprit mehr, dann tun wir den einfach mal weg. Und sind wir einfach so frei, dass wir hier schon mal sehen, automatisch. Ah, der elektrische Sturm, äh, Erzförderer sieht erstens anders aus. Das ist auch natürlich super schön, was hier gemacht ist. Die einzelnen Sachen unter sich sind sehr detailvoll. Auch wenn das natürlich von der Pixelgrafik, also wenn ich das hier so sehe, ist es natürlich Sprite-mäßig äh, fertig gemacht. Aber, die sehen erstens anders aus und zweitens funktionieren sie auch anders. So, ja. der braucht natürlich Strom und man sieht... Der baut hier das so ab und fördert hier. Dann werde ich jetzt das um ein erweitern. Aus dem einfachen Grunde. Der war klein und hat nur halt dieses 2 mal 2. Der ist schon größer und macht das schon mal ein bisschen weiter. Also kann ich das hier flupp. Flupp. Und einfach um ein äh, versetzen. So. Man kann jetzt auch ohne Kiste machen. Ich bevorzuge aber immer eine Kiste noch dazu. So, dann haben wir einen. So, jetzt sehen wir, ah, okay, ich kann hier diese drei machen. Aber habe ich hier einen Kohlefleck, oder? Wir können sagen, okay, gut, dann nehme ich halt ein weniger. Das ist auch vertretbar, würde ich mal sagen. So, und dann sehen wir, wir können jetzt einfach... Ach, stimmt, habe ich ganz vergessen. Die Kohle kommt ja automatisch rein. So. Kupfer haben wir auch noch einiges hier. So, okay, wir brauchen noch mal zwei Erzförderer. Wieso zwei? Einmal damit wir den hier ersetzen können und einmal damit wir hier die Kohle haben können. So, dann müssen wir aber auch noch dafür achten, dass hier unsere Kohle nicht ausgeht. Denn das sind ja ganz normale Dampfkessel. Und man sieht, also ich habe lieber mehr Heizkessel. Weil, wenn der eine Heizkessel hier leer ist, wird der nächste angefeuert. Und ist der leer, wird der nächste angefeuert. Das heißt, ihr habt eine kleine Zeit. Den der, die ihr habt, falls mal ja keine Ahnung eine Stunde, zwei Stunden vergangen sind und ihr nicht aufgefüllt habt, kann sein. Und hier ist die gute Dampfmaschine. Ach, die sieht so schön aus. So, und da sieht man automatisch, das ist, läuft doch schon mal ganz super. Wir haben hier einen automatischen Prozess schon mal für Eisen. Jetzt haben wir zwei hier vorne. Gut, dann brauchen wir noch einige von den Strommesten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann sehen wir, oh shit, wir brauchen ja noch einige von den Greifarmen, nämlich äh, einen zum Rausnehmen. Dann mal eine Kiste haben wir für die Kohle, genau, also mal, fangen wir schon mal an. Ich tue dann mal hier hin und die Kiste für die Kohle. Dann aus der Kiste kommt ein Greifarm, dann brauchen wir drei für den Prozess und nochmal einen für Kupfer. So, hat doch ganz knapp noch gepasst. So, der soll hier rausnehmen. Ah, okay, ich weiß schon, wir brauchen mehr Metall für die Fließbänder. Äh, Fließbänder kosten sehr viel Metall. Für den Anfang, irgendwann mal seid ihr so weit. Also ich glaube in dem Spielstand, wo ich gleich lade, habe ich glaube ich schon fünf oder sechs die äh, Erzförderer, die eigentlich nur schon davon leben in der Richtung nur die Sachen dazu machen. So, zack, zack, zack. So, Ende. Tu rein. Tu raus. In der Kiste. So, die Kiste müssen wir noch machen. So, in die Kiste rein tun. Dann brauchen wir einen, der hier rausnimmt. Und ein der hier reinpackt. So, da brauchen wir nur. Ja, wir können das jetzt so machen. Kiste in Kiste in Kiste. Dann würden wir uns mindestens etwas sparen. Aber ich werde das jetzt mal... Ach komm. Ich werde den jetzt hier einmal wegmachen und dann mindestens zweimal was machen. Damit da auch so ein schönes Fließband ist. Zack. So. Also. Zack, zack. So, dann ersetzen wir den hier. Den Kupferförderer. Perfekt mit dem hier. So, man sehen, ob wir das schaffen. So, wir müssen achten. Genau, wenn ihr zu weit weg seid, um es zu bauen, wird das so grau. Das heißt, ihr könnt hier nichts hinsetzen. Aber nicht schlimm. So. So, dann fördert der hier schon mal. So, zack, zack und zack. So, man sieht, der fördert Kupfer raus, der im Kupfer rein. Wenn Kupfer fertig ist, tut er hier rein und hier können wir unser Kupfer abholen. So, zwei automatisierte Sachen die wichtig sind für die Zukunft. Also, ihr habt eine, also so hat man eine ganz einfache Möglichkeit, Eisen herzustellen und eine ganz einfache Möglichkeit, Kupfer herzustellen. Zwei sehr wichtige Grundrohstoffe, die man braucht, nämlich diese Kupferbarren, also Kupferplatte nennen sie, und Eisenplatte. Steine sind jetzt nicht so wichtig, aber natürlich, wenn wir das so machen, dass wir, flop, den auch irgendwann mal ersetzen, dann machen wir jetzt auch mal. Und diese Kiste müssen wir auch mitnehmen. Dann tun wir den nämlich hier hin. Und wenn der Erzförder fertig ist, tun wir den hier schön hin. Denn irgendwann mal werdet ihr auch nicht Steine brauchen, sondern. Ähm. So, dann kann ich da dort reingeben. Nicht direkt Steine brauchen, sondern äh, Granit- oder Betonblöcke, die ihr aus Steinen rausbrennt. Aber am Anfang würde ich noch lassen, dass ihr hier alles habt, bis ihr zu dem Zeitpunkt kommt. So, aber. Wie gesagt, ihr habt jetzt hier ein paar Sachen. Ihr könnt euch hier auch eine Waffe herstellen oder ein Radar. Radar ist wichtig, falls äh, Gegner in der Nähe sind. Aber man, man sieht auch, er braucht Energie. Hier unten ist euer Interface. Also sozusagen so eine Ausrüstung. Damit könnt ihr verschiedene Waffen haben. Wir haben jetzt hier eine Pistole. Steht Feuergeschwindigkeit 6 in der Sekunde. Oder was das auch immer ist. Und Magazin. Ihr könnt ihr euch hier herstellen. Also ganz normal. Hier ist alles Waffentechnische. Hier habt ihr die Zwischenprodukte. Das wichtigste Zwischenprodukt für den Anfang ist das Wissenschaftspaket. Davon werden wir 10 Stück brauchen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder wenn ihr Shift, Rechtsklick macht oder Linksklick, produziert ihr alles, was ihr machen könnt. So, man sieht, das dauert schon eine Zeit. Ne? Äh. Muss man muss das sein? Ne? So, ach, guck mal, das ist hier unten alles. Also ihr könnt euch währenddessen ganz mal bewegen. Ihr könnt die ganzen Prozesse nachgehen. Nur ihr könnt nebenher nichts herstellen. Das ist natürlich auch wieder ein Faktor, wo man sagen kann, hm, das wäre doch auch was zum Automatisieren. Und das ist auch das, was ich dann jetzt sozusagen zum Ende meiner Präsentation oder meines ja, Show in der Richtung. Ich zeige euch das ein bisschen zeigen möchte, bevor ich einmal umschwenke auf mein Spiel, damit ihr das versteht. Das ist äh, die Basics. Ihr braucht mindestens 10 für den Anfang, sage ich euch wieso gleich, weil wir gehen in die Forschung ein. Und die Forschung will von euch Forschungspakete haben. So, achso, ist noch nicht fertig, so. So, das ist das Forschungsmenü. Man wird zuerst mal am Anfang erschlagen, weil geht nicht mehr von den ganzen Optionen, die man hier hat. Man hier sieht, oh, was ist das denn? Ah, Solarenergie. Ja genau, Solarenergie. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo vielleicht irgendwann mal das mit dem Umweltschutz, also nicht Umweltschutz, sondern mit der Umwelt kommen könnte. Dann haben wir natürlich noch hier, ah, was haben wir denn hier noch? Logistikroboter? Ja. Flexible Alternative zum Fließband. Ja, das heißt, ihr könnt euch die Fließbänder irgendwann mal sparen. Dann macht ihr dann einfach nur noch mit Robotern. Dann Automobilität. Hey, cool, wir können Autos bauen. Und das Beste, was jetzt auch im neuesten Update rausgekommen ist, Eisenbahn. Ihr könnt Lokomotiven bauen. Und die, wie in dem... Äh Railcroft euch hier komplette Produktionsstränge aufbauen. Das heißt, falls ihr irgendwo findet, ah, hier gehen mir die Ressourcen aus. Aus welchem Grund auch immer. Und ich muss 500 Millionen Meter. Hä, ja, will ich doch nicht alles mit Fließband machen. Das ist doch viel zu langsam. Auch wenn man später schnellere Fließbänder haben kann. Ah, ja, dann mach ich doch lieber mit einer Lokomotive. Das sieht doch auch noch viel geiler aus. Ne? Dann hält die ganz kurz da wird die abgeladen dann kommt sie hier in diese produktion oder ich finde irgendwo einen rohstoff der ganz wichtig ist etc pp das kann alles sein also ihr, ihr habt hier keine grenzen ihr könnt fantasietechnisch warum wir wollen klar das ist jetzt hier so klein bisschen aufgebaut aber ich sehe ich zeige euch mal gleich ich glaube da bin ich das werde ich dann sagen so ungefähr äh, die zeit die ich da bin das sieht dann anders aus da muss ich schon so raus scrollen damit man ein bisschen mehr sehen kann von der ganzen sache so, und das Wichtigste ist, was ich jetzt auch machen werde, <laughs> man braucht eine Zeit, da steht Zeit, eine Einheit im Labor zu erforschen. Das heißt, ihr müsst 10 mal eine Einheit, das heißt 10 mal 10, 100 Einheiten müsst ihr erforschen. Dadurch könnt ihr eine Montagemaschine bauen und einen langen Greifarm. Und diese Montagemaschine ist das, was wichtig ist. So, man sieht, das wird hier geforscht, das dauert. Was macht diese Montagemaschine? Diese Montagemaschine ist sozusagen das Klicken hierhin. Dieses Klicken, was ihr hier macht, macht die Maschine für euch. Ich muss mal einmal ganz kurz Pause machen. Ah, okay, bevor ich noch zu viel sage. Ähm, genau, das äh, Forschen macht ihr nicht selber, sondern macht ihr im Labor. Wir müssen noch ein Labor bauen. Ähm, Elektronische Schaltkreis, okay. Ah äh, ja genau, äh, das Wichtigste ist, wenn ihr da drauf hält, seht ihr unten rechts, wie lange es dauert und welche Materialien. Also das äh, also diese Schaltkreise, Eisenzahnräder, könnten vielleicht uninteressant sein, solange ihr da unten seht. Also wir brauchen 36 von denen hier. So. Ihr braucht das Labor, habe ich ganz vergessen. Zum Erforschen braucht ihr ein Labor, aber zum Herstellen nicht so. Genau, und das Labor braucht auch Strom. Das heißt, das Wichtigste ist, dass es immer befeuert wird. So, ähm... Ihr könnt auch mehrere Dampfmaschinen einander rein oder mehrere Wasserpumpen. Das Problem ist nur, so, kann sein, dass irgendwann mal das nicht mehr reicht. So. So, das Labor wird gebaut. Ich baue das Labor einfach jetzt irgendwo hier hin. So. Und das hat hier diese ähm, vier Arten. Also hier sieht man, Wissenschaftspaket 1, 2, 3 oder 4. Also drei. Und das Alien-Wissenschaftspaket. deutet schon ein bisschen hin, wo, raus, äh, worauf man hinaus will. Hier steht, was wir forschen wollen. Und hier sind nochmal zwei Modulplätze. Plupp. So. Man sieht, hier arbeiten die jetzt. Das heißt, diese Sache geht jetzt hier einmal voll durch. Und ist sozusagen eine Zeiteinheit. Und ein Wissenschaftspaket ist dann vorbei. So. Also, und man sieht hier oben, es ist weitergegangen. Jedes Mal, also es geht jetzt hier konstant weiter und jedes Mal, wenn das einmal durchgelaufen ist, wird eine, ein Wissenschaftspaket. Blopp, einfach immer verbraucht. Und das dauert halt. Und deshalb habe ich gesagt, das ist ein Spiel für nebenher. Es ist sozusagen, ich baue etwas auf, ich automatisiere es. Perfekt. Forschen. Ähm, bessere Schmelzöfen, bessere Arme, äh, elektronische Sachen. Brauche ich noch Wasser? Kann ich nicht auf Solarkraft? Solarkraft klar, dann hast du beim Tagewasser. Was mache ich in der Nacht? Ja, Batterien, Akkumulatoren bauen. Die speichern die Energie und setzen die dann halt in der Nacht frei, so dass es über die Nacht reicht. Ja, aber was ist denn, wenn ich dann äh, zu viel Energieverbrauch habe? Brauche ich mehr? Brauche ich mehr Akkumulatoren? Oder baue ich Module, die zum Beispiel Energiebedarf mindern? Oder ich setze Module rein? Ah, mir ist das scheißegal. Verbrennt einfach alles. Ich möchte, dass das schneller geht. Aber dafür wird mehr Energie verbraucht. Das ist alles hier möglich. Und das Wichtigste, was ihr auch noch in der Forschung machen könnt, ihr könnt das forschen, wie ihr wollt. Wir haben ja auch zum Beispiel den Laboreffizienz. Das heißt, man sieht hier schon, das grüne Paket und 100 Stück und die Einheit dauert 30. Also es ist schon eine Menge Zeit, die da reingeht. Für ja, vielleicht 10 Minuten oder so, die dann dafür nur verlaufen. Da heißt, ihr forscht aber schneller. Das heißt, die danach werden automatisch schneller. Da ist heißt, zum Beispiel, ah ja, man könnte das zum Beispiel eher forschen, weil dann hat man weniger Zeit in der Zukunft. So. Das ist so zum Beispiel so. Oder hier die Kisten. Ah, ja, brauche ich die Kisten? Oder mache ich jetzt nur so noch Eisenkisten? Ja, Eisenkisten, die lagern mehr. Und nächste Stufe. Und, 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 und. So, jetzt werde ich auch mal einmal fertig machen. Das heißt, wenn eure Forschung fertig ist, werdet ihr gleich direkt begrüßt mit dem Forschungsbildschirm wieder. So. Blub. Und ein kleinen Sound. Düm, drüm. Und hier unten rechts, das was grün ist, seht ihr, das habt ihr gebaut. Und das ist das Ziel. Das Raketensilo. Mit diesem. Raketensteuergerät, Raketenbauteile, Satelliten könnt ihr dann bauen, etc. pp. Und das alles müsst ihr da erforscht haben, damit ihr überhaupt dahin kommt. Modulforschung, Raketenfeuerrad, Raketentechnik, fortgeschrittene Elektrotechnik und 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 und. Das ist sozusagen euer Ziel, irgendwann mal hinzukommen. Und man sieht, 60 kosten das und 1000 von allen braucht ihr. Also, das ist schon mal ein Ziel. Genau wie hier Alien-Technologie. Dafür braucht ihr Raketentechnik und wird für andere Sachen be äh, benutzt. Da habt ihr ein Alien-Artefakt und das macht dann 10 Wissenschaftspakete. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe hier noch keinen angegriffen. Ich versuche das so äh, friedlich wie möglich zu machen, so lange wie möglich. Weil danach, äh, wenn ihr das einmal sozusagen gestartet habt, ist es vorbei. Ja, und genau. Dadurch haben wir jetzt die Montagemaschine freigeschaltet. Das äh, werde ich euch noch vielleicht zeigen. So, diese Montagemaschine kann man hier hinklicken, die braucht Strom. Und jetzt ist sozusagen hier aufgegangen, hier könnt ihr etwas anklicken, was ihr wollt. Das heißt, wir möchten zum Beispiel, dass es der Wissenschaftspaket war, dann klickt man dann an. Das heißt, wir brauchen Kupferrad und Eisenzahnrad. Ja, okay, wir können jetzt selber hier mal stehen, Eisenzahnräder bauen und die dem reingeben. Oder wir sagen einfach, hey, wir bauen eine zweite Montagestation. Kann man ja machen. Ich baue jetzt mal eine zweite. Nehmen wir ein bisschen Metall noch mit. Nehmen wir jetzt hier noch ein paar bisschen Kupfer damit. So. Ja gut, jetzt habe ich das natürlich ein bisschen blöde gebaut. Äh, ja. Ja, jetzt müsste ich leider noch... Genau, das zeige ich euch später messen. Weil wir brauchen auch verbesserte Logistik. Weil mit verbesserter Logistik kann man unterirdische Fließbänder und Teilfließbänder Ah, okay, man sieht. Hier, alles leer, wieso? weil wir keine Kohle mehr haben. Also der Dampfkessel ist komplett leer. Alles ist aufgebraucht. Blub. Und blub. So, und jetzt läuft wieder alles. So, das ist auch zum Beispiel etwas, womit ihr aufpassen müsst. So, genau. Ich werde jetzt einfach mal hier, ich werde da zum Beispiel mal speichern und da sagen wir mal, let's show. Show, speichern. Äh. Okay, ohne Leerzeichen, dann also. Gut, jetzt werde ich mal einen Spielstand laden. So. Das ist zum Beispiel, ich würde mal sagen, so um die acht bis neun Stunden. Das ist jetzt sozusagen mein Fabrikgelände und ich bin gerade in der Schwefelaufarbeitung am Machen. Das soll jetzt nicht imposieren. Oh, wow, wie cool, ich bin jetzt davon erschlagen. Nein, das soll jetzt einfach nur zeigen, wo, in welche Dimension das hingeht. Ihr habt gesehen, wir haben davor eine Erzabbau-Sache gehabt, eine Kupferabbau-Sache, einmal mit Steinen irgendetwas gehabt und ein bisschen Kohle. Also wenn ihr hier seht, einmal Kohle, dann haben wir hier nochmal einen Erzförderer für Kohle. Hier haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, die nur auf Eisenerz aus sind. Oh, und man sieht, oh, wir schmelzen hier weiter Eisen ein, um zum Beispiel Stahl zu haben. Und, und, und. Also hier kann ich mal euch erklären. Hier haben wir das Techniklabor. Und man sieht, wenn ich das schon halte, die Elektrizität, die ist hier sehr stark am Schwanken. Deshalb habe ich auch so viele Kraftwerke hier. Eins, zwei, drei Kraftwerke schon. Man sieht, hier sind auch schon andere ähm, Strommäste. Also hier habe ich schon mittelgroße Strommäste hingetan. Ich glaube, genau hier oben, hinten habe ich zum Beispiel die großen Strommäste. Das ist so das Klassische, was man sieht. Die haben einen ganz kleinen Wirkungskreis, wie man sieht. Aber das Gute an diesen ist, die können halt sehr, sehr weit diese Kabel spannen. Ne? Also wenn man das sieht, von hier bis hier, da kann man mit unserem Kleinen ja nicht mal, also hier, wenn man das sieht, ja, jetzt ist schon Ende beim Kleinen, und der Große hat von da bis da gespannt. Also, das ist was. So, ich erkläre das mal. Hier haben wir eine Kupferproduktion. Das Kupfer geht hier rein. Kohle wird hier abgebaut. Und die Kohle, die hier abgebaut wird, wird von diesen zwei, da nennt sich... Äh, Teilerfließband kann ich einteilen. Das heißt, wenn einer geht, geht er links, der zweite geht rechts. Einer geht links, einer geht rechts, einer geht links, einer geht rechts. So, dafür geht es natürlich die Kohle hier rein für die Öfen. Ich hatte hier einfach zur Sicherheit mal vier gebaut, weil das halt ein bisschen weiter weg ist. Äh, aber gut, die sind jetzt einfach nur, falls die komplette Kohle mal aufgebraucht wird. Weil man sieht, nur noch 7500 Kohle ist hier drin, danach ist es weg. Die andere Kohle geht hier unten in eine Chemiefabrik. Und Kohle mit Petroleum sorgen dafür, dass wir Plastik herstellen können. Hier haben wir eine Chemiefabrik, die Leichtöl in Festbrennstoff macht. Und der Festbrennstoff wird hier aufgeteilt, um hier diese Dinger, äh, um hier die Schmelzöfen. Also hier haben wir Festbrennstoff von 25 Megajoule. Das heißt, brauchen wir überhaupt noch Kohle zum Brennen? Wir können ja einfach von dem Öl, was wir hier fördern, in dieser Ölraffinerie unterteilen in Öl also, Schwer, äh, Schweröl, Leichtöl und Petroleum. Und das können wir machen. Das Gute ist, man kann hier auch zum Beispiel sagen, grundlegendes Öl. Man kann aber auch natürlich sagen, hey, wir wollen spezielles Öl. Das muss man aber noch weiter forschen. Dann habe ich einfach mal gesagt, komm, tun wir der Umwelt was zuliebe. Ich habe hier ein paar Solarmodule aufgebaut. Man sieht, es wird dunkel. Die Leistung nimmt hier langsam ab. Klar. Dann habe ich hier, oh, das muss ich mal sagen, <laughs> versucht. Das sind jetzt zwei Herstellerverfahren. Einmal, um die roten herzustellen. Und die ganzen hier, also 1, 2, 3, 4, 5, etliche, sind hier, ich hoffe gleich ist es fertig, um die grünen herzustellen. Also hier habe ich schon automatisiert, dass die grünen fertig gemacht werden. Denn für so ein grünes Wissenschaftspaket brauchen wir den Greifarm und ein Fließband. Okay, Fließband brauchen wir eine Eisenplatte und ein Eisenrad. Die kommen hier raus. Ne, Man kann sehen. Der produziert die Fließbänder, Eisenplatte und Zahnrad. Zahnrad, okay. Das Zahnrad stelle ich her in einer Produktion. Der macht nur Zahnräder. Okay, macht ja Sinn, ne? Hier habe ich extra auch noch mal einen, der Zahnräder produziert. Denn für ein Greifarm brauchen wir ein Eisenzahnrad, eine Eisenplatte und einen elektrischen Schaltkreis. Okay, äh, elektrische Schaltkreis, was brauche ich dafür? Eine Eisenplatte und Kupferkabel. Okay, äh, Kupferkabel hier. Uh, hier der elektrische Schaltkreis. Also, das ist die ganzen Schritte, die man sozusagen mit diesem einen Klick da gemacht hat. Die, wenn man da hinguckt, 8,8 Zeiteinheiten braucht. Also, ne? Also dieser Klick hier. Mit den ganzen Schritten davor ist hier eine Produktionskette. Und hier haben wir schon Hochöfen und... Ne, hier habe ich jetzt keine. Hier habe ich jetzt Hochöfen, das heißt, die äh, brennen mehr raus. ja, äh, aber ich habe hier auch. Wo habe ich die? Hier. Äh, Lichtbogenöfen. Äh, Problem ist, die werden immer größer. Man sieht, der ist. Äh, der Schmelzofen, den wir hatten, ist 2 zu 2 gewesen. Der Hochofen ist ein weiter. Und der Lichtbogen ist 3 zu 3 fällt. Also, das heißt, wie ihr damals geplant habt, also hier war irgendwann mal ein Schmelzofen in der Ecke, wo alle reingetan haben. Gut, muss ich wegmachen. Kam der Hochofen hin. Okay. Passt. Nee. Hohofe weg waren. Lichtbogen kommt rein. Okay. Äh, okay, gut. Das heißt, ich muss hier nochmal umbauen. Und, 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 und. Also, viele Sachen, die in Zukunft gebaut werden. Also, kurz gesagt, für diese Sache, die hier zurzeit ist, all, ungef ich würde mal jetzt nicht zu viel behaupten. Ich würde jetzt sagen, ungefähr, ja, 8 bis zehn Stunden. So, Schwefelaufarbeitung. Hier sehen wir jetzt, das ist das alles, was ich schon ge äh, geforscht habe. Automatisierung 1. Was ich gemacht habe für die Montagemaschine 2. Für die Montagemaschine 2. Wieso? Weil die stellt Gegenstände her, wo man bis zu 4 Bestandteile reingeben kann. Wie man gemerkt hat, euer oh ja, Scheiße, das Wissenschaftspaket, der, braucht 3, nee, der Greifarm braucht 3 Teile. Ja, okay, das äh, schafft mein Grauer nicht. Also muss ich die immer selber machen. Ja, oder man hat halt geforscht. Weil man sieht, Montage, äh, die Automatisierung 2, braucht auch nur die roten. Kann man das so machen, dass man das davor erforscht und dann so automatisiert? Dann habe ich hier zum Beispiel die Elektrotechnik, das heißt intelligenten Greifarm. Dann kann ich dazu machen, zum Beispiel, dass ich sagen kann, ja, ähm, bitte. Also ich kann auf ein Fließband Kohle und Metall zum Beispiel tun. Und mache nur intelligente Greifarme, die sagen, ihr nehmt jetzt nur die Kohle und das ganze Metall, was weitergeht. Das geht weiter. Klar ist natürlich auch ein bisschen Risiko verbunden. Dann erweitert, damit ich die Schaltkreise, erweiterten Schaltkreise bauen kann. Dann Logistik, unterirdische Fließbänder, schneller Greifarm, Tellerfließband, Optik für Lampe braucht man aber auch für die Solarenergie, deshalb habe ich es gemacht. Solarenergie, Solarmodul, dann hat man hier diese Stahlverarbeitung, Stahlträger, Rohölaufarbeitung braucht man dafür und und und. Also, also da ist schon einiges geforscht und ich werde auch das weitermachen. Das ist sozusagen mein Main-Speicherstand. Und ich kann euch mal zeigen, weil ich auch hier so meine Nähe bin. Äh, hier ist auch ein roter Klecks. Das sind die Feinde. Die sind sozusagen so welche Alien-Lebensformen. Und der Vorteil war hier, ich hatte halt einen Wald, mit dem ich direkt gestartet bin. Heißt aber, die greifen mich so lange nicht an. Also hier sehen wir ein Speiernest. Die greifen mich so lange nicht an, solange ich die nicht angreife. So, das sind so welche Aliens wohl hier. Das heißt, um an Alien-Artefakte zu kommen, müsste ich die, glaube ich, killen. Wenn ich mal so vermuten. Entweder kann sein, dass das Speier die hat. Kann sein. Oder es die, die irgendwann mal haben. Das heißt, ich würde vielleicht irgendwann mal hier, sagen wir mal, abgeriegelt so ein paar Geschütztürme aufstellen. Das kann man nämlich hier. Die dann sozusagen verbinden hier und dann einfach so machen, dass die die ganze Zeit... Äh, alien-mäßig so zwei Geschütztürme und dann wenn tausende kommen die ganze Zeit nur draufballern so, tat, 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 und man das einfach einsammelt dann hat man ja hier zum Beispiel Steinfelsen die man vielleicht irgendwann mal auf abbauen kann ich weiß es nicht so dann haben wir hier eine Pipeline mit den Rohölförderungen die alle in diese Maschine und weshalb ich Schwefel erforscht habe ist weil oder, was, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ich möchte erweiterte Rohölaufarbeitung. Weil man kann dann Leichtöl in Petroleum aufspalten mit Wasser und Leichtöl. Und da wir das Leichtöl zurzeit einfach nur benutzen, um Brennmaterial zu machen, bringt das uns irgendwann mal nichts mehr. Das ist, ne, was brauchen wir mit Brennmaterial? Wir haben genug davon. Ne? Hier eine Kiste, dann eine Kiste. Und dann können wir dann so machen, dass wir dann ähm, das nutzen, um weiterzukommen. Das Problem ist aber nur, für diese brauche ich schon das Wissenschaftspaket 3. Für das Wissenschaftspaket 3 kann ich das überhaupt schon mal herstellen. Ja, kann ich zum Beispiel noch gar nicht. Haha. Wiss ich gar nicht, wo das ist. Ich glaube Batterie oder sowas muss ich noch forschen, damit ich das überhaupt machen kann. Aber ich weiß, dass man Batterien dafür braucht. Und für Batterien, genau. Ja. Batterie muss man erforschen, weil man braucht eine Batterie. Und eine Batterie braucht man Schwefelsäure. Haha, ja, Schwefelsäure. Interessant, klar. Intelligenter Greifer am Stahlträger und sowas alles. Man sieht, also das wird schon wieder. Also bis ich da so weit bin, das wird noch einiges dauern. Und dann kann ich nämlich das Leichtöl auch dazu benutzen da. Problem ist nur, wir können jetzt Plastik herstellen, aber für Schwefel brauchen wir auch nochmal Petroleumwasser. Ja, aber mein Petroleum benutze ich hier mit Kohle für Plastik. Das heißt, wir müssen jetzt, äh, wie man hier zum Beispiel gesehen hat, äh, noch eine zweite Raffinerie, wo da genau das gleiche Setup in der Richtung ist. Hier, hier haben wir drei Ölklecks wo die Öl fördern äh, in eine Raffinerie und diese Raffinerie sozusagen Ölraffinerie genau diese Ölraffinerie dafür da ist, dass äh, das wieder aufgespalten wird die Chemiefabriken mit Wasser die eine halt dafür sorgt, dass halt Schwefel erzeugt wird und durch diesen Schwefel können wir dann halt diese Batterien machen und das ist auch das nächste, was ich für mich erforschen werde. Aber ich werde euch nicht das antun, dass ihr da so lange braucht. Aber, wie man sieht, ich habe hier Module, Geschwindigkeitsmodule reingegeben. Das heißt, ihr macht das hier schneller. Und hier sieht man, da kann ich das auch machen schnell. Aber, ja, könnte das hier. Hier habe ich auch schon gemacht, dass das schneller ist. Äh, ja, das ist jetzt nicht so die Dringlichkeit, dass ich hier das schneller mache. Weil, ja, ich kann mal hier in die Kiste reingucken. So viele von denen und so viele rote schon. Also, da haben wir zuerst mal für die nächste Forschung haben wir genug. Ja, das ist sozusagen eine, ja, sagen wir mal, eine 10-Stunden-Sache. Keine Defensive gebaut, auch noch nichts deshalb geforscht, deshalb habe ich extra auf friedlich. Ihr könnt euch natürlich sagen, gut, ich stecke mir auch das Ziel, ich mache mal, dass die Gegner mich auch angreifen. Also kann sein, wenn ihr in der Nähe von welchen spawnt, dass ihr angegriffen werdet, die dann euch hier angreifen, eure Greifarme und alles kaputt machen. Ah, scheiße, das heißt, ich muss schnell auf forschen, Geschütztürme. Das heißt, ich muss Geschütztürme hier versorgen. Ich muss dir Munition geben. Ich muss denen alles reinmachen. Und, 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 und. Ja, reicht doch der Geschützturm. Soll ich nicht schon wieder auf Lasertürme umwandeln? Da kann ich einen Laserturm machen. Aber man sieht, man braucht wieder Batterien dafür. Ah, ja, mm, mm. Äh, Und ich kann mich selber bewaffnen. Militär, Eine Maschinengewehr, eine Schrotflinte mit Schrotpatronen. Und, äh, wie man sehen kann, hier Panzerbrechende, Handgranaten, äh, eine Kampfschrotflinte, Giftkapseln und panzerbrechende Schrotflinten. Reicht mir das? Oder will ich einfach auch ein Auto bauen, womit ich hier rumfahren kann? Alles ist hier möglich. Oder das Beste. Typisch LM-mäßig. Ich mache Flammenwerfer einfach. <laughs> oder hier ein Panzer. Genau. Panzer mit Panzermunition oder Landminen. Alles hier möglich. Also, wie gesagt. Euch ist da Spielraum genug gesetzt. Nutzt es. Es ist im Early Access. Ich habe es aber auch schon davor gespielt gehabt und gekauft. Ich empfehle es euch, wenn ihr so... Also die Pros sind. Sehr viel Möglichkeit mit der in der Richtung, wenn man das mal mit dieser Automatisierung. Wenn man etwas erforscht hat, ist man meistens danach bedacht, seine Sachen anzupassen, zu verbessern. Das ist auch noch ein ganz großes Pro. Also es wird einem hier nicht in der Richtung langweilig, wenn man irgendetwas erforscht und das weitermacht. Klar, es kann natürlich langweilig werden, deshalb vielleicht ist es ein negativ für die Leute, für die das nichts ist. Mir macht das halt Spaß, ich gucke mir das an, ich habe das im Hintergrund irgendwo laufen, mache da meine Sachen, spiele vielleicht was anderes. Klar, kann man ja auch machen, ne? Das läuft halt nebenher. Das ist wie halt so ein, sagen wir mal, diese Klickerspiele, die muss man ja immer klicken, aber es kann auch so sowas sein wie, ja, äh, andere Spiele, so ein Handyspiel, wo steht, ah ja, ja gut, das braucht jetzt zwei Tage. Nur hier dauert das erstens nicht so lange. Zweitens hat man genug außerhalb zu tun. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ah ja guck mal, hier oben habe ich noch Metall, hier habe ich noch irgendetwas, ja gut, ich baue die Fabrik, kann ja hier, hier unten weiterlaufen. Dann gehe ich einfach nach oben und baue eine komplette Fabrik nur zum Beispiel. Für äh, das blaue Wissenschaftspaket, da wird dann eine, eine Produktion entstehen, nur für Batterien. Und da werden die ganzen Batterien von da hinten mit dem Zuchtsystem zum Beispiel hierhin gemacht. Und hier bei euch, hier ist zum Beispiel genug Platz, hier bei euch eine komplette neue Sache, wo ich dann die Batterien mit dem und dem zusammentue, dass ich dann halt dieses Paket da habe. Mehr ist es nicht. Aber das wären dann so, für die, die ich das empfehlen kann, die, die diese Automatisierung Sachen mögen, und automatisch auch würde ich sagen für die Leute die allgemein damit zu so sind so, sagen wir mal das ist wie so eine Modelleisenbahn ne? also das ist jetzt nicht negativ gesagt aber eine Modelleisenbahn findet auch nur in ihren Kreisen Zugehörigkeit wenn man jetzt irgendeinen anspricht und sagt der gar nichts mit Modelleisenbahn anfangen kann oder mit allgemeinen Modellen und sagt ey guck mal ich habe hier eine Modelleisenbahn und dann sagen sie ja super interessiert mich nicht hier ist das aber auch so jeder ne, wenn jemand Factorio so in der Richtung diesen Typ mag wir zu sagen, oh ist toll, boah, wie hast du das gebaut? Ach, gib mal einen Tipp, wo kann man so machen, so untereinander austauschen. Das hat man in dem Sinne nicht, wenn man noch zu irgendeinem kommt, der sagt, ja, aber ich habe Minecraft gespielt, weil ich die Adventures so mag. Das ist ja nichts für mich. Also das ist kein Minecraft. Also ihr habt hier kein Abenteuer. Klar, ihr könnt euch hier mit Maschinengewehren panzern und euer Ab eigenes Abenteuer machen, wo, wo ihr sozusagen eine Basis habt. Und dann sagt ihr, okay, ich darf jetzt drei Stunden lang nicht zurück in diese Basis und fahre mit meinem Auto, und meinem Panzer. Und bringt einfach alles, um was mir auf dem Weg ist. So, tat, 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 tat. Kann man machen, wenn man will. Man erfindet sein eigenes Abenteuer hier. So und damit möchte ich mich auch verabschieden. Also ich persönlich finde es gut. Ich würde im Spiel, obwohl es Early Access ist, also das, was Sie hier sieht, ist alles Early Access. Es ist noch nicht fertig. Es wird noch einiges dazukommen. Zum Beispiel der Zug. Das war die letzte Edition. Wer weiß, was noch kommt? Kommt zum Beispiel wenn man mal Hubschrauber oder sowas, dass man fliegen kann. Fliegende Gegner kommen. Äh, was ist das, wenn man in, äh, wird irgendwann mal erweitert, so, ja, okay, was ist, wenn ich die Rakete gebaut und im Weltraum bin? Bin ich zu, bin ich da fertig? Oder kann ich zu anderen Planeten reisen zum Beispiel und da noch mit anderen Biomen Bio Bio und sowas machen? Brauche ich da irgendetwas? Und, und, und. Also, da ist so dieser fette Teil da drin. Man weiß nicht, wo das ist. Early Access, ich glaube, das ist 20 Euro. Meine, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Ne? Also, das ist jetzt so von mir gesagt. Ich empfehle es, weil für die 20 Euro, die ihr kaufen könnt und das Spiel einfach immer läuft und immer läuft. Oder wenn ihr mal keine Lust habt und sagt, ja, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte richtig survival-mäßig machen. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, da gibt es halt die ganzen Rohstoffe, die sind sehr da gesät und weiter. Und dann muss man halt diese Fließbänder und 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 bauen. Ne? Das ist natürlich super schön. Also, wie gesagt, meine Empfehlung für die Leute, die für zum Beispiel Tech-It und sowas bei den Minecraft war, ihr seid hier echt willkommen. Also das ist echt... Sogar noch einfacher, weil bei Techit war ja noch, ja, das muss in den roten rein, orange, etc. Hier ist das halt ein bisschen einfacher geschickt. Rein, raus, fertig. Ende ist. Egal von welcher Seite ihr das rein macht, Ob ihr von unten die Kohle reintut, von der Seite die Kohle reintut, oder von der gleichen Seite reintut, wo ihr äh, das auch rausschöpft, das ist ja egal. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Und ja, ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen. Auf allesamt würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es hat halt ein bisschen länger gedauert, bis ich die Zeit habe, wieder ein bisschen aufzunehmen. Und ich brauche das auch, weil ich jetzt zurzeit ein bisschen noch am Lernen bin für die Prüfung und mir irgendwann mal die Hände wehtun vom Schreiben. Ist das besser gut mal, wenn man so eine Stunde Pause hat oder eineinhalb Stunden, um mal was aufzunehmen. Deshalb, ich danke euch für die, die geblieben sind und für die neuen, die Interessenten, willkommen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht unbedingt abonnieren. Mir ist das nicht so wichtig. Ich Hauptsache, ich kann euch irgendetwas näher bringen, was mir am Herzen liegt. Und ich denke, das sind so welche Spieleentwickler, die es auf jeden Fall wert sind, zum Beispiel da mehr Geld reinzugeben als ein Battlefront, was 60 Euro kostet, nochmal 60 für den DLC, also 120 Euro. Und dann hat man sechs Maps. Klar, es ist immer anders, aber in, irgendwann mal, sagen wir mal so, irgendwann mal hat man alle fünf Maps gespielt. Da gebe ich doch lieber ein Sechstel vielleicht von dem Preis, wenn nicht sogar weh... Äh, Je nachdem, wie man das sieht, mit DLC oder äh, also mit dem Season Pass oder ohne oder ein Drittel von dem Spielpreis. Und hiermit, wenn ihr euch das echt mögt, braucht ihr keine Modelleisenbahn kaufen. Eine Modelleisenbahn, wenn ihr das und das kauft, ist, kostet viel. Habt ihr habt ja 20 Euro und ihr könnt eure eigene Modelleisenbahn bauen. Schon allein, weil ihr hier auch Eisenbahn forschen könnt. Und dann baut ihr euch hier was. Vielleicht macht ihr dann die Modelleisenbahn so, dass sie einmal hier herumfährt, einmal um die Gegner zum Beispiel herumfährt. Und dann, ja, wenn sie jetzt hier links gucken, sehen sie dann die Einheimischen und und und. Das macht doch auch Spaß. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr wollt, es ist bei Steam oder ihr unterstützt sie direkt auf ihrer Seite, könnt ihr auch machen. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.